Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir haben gerade den Altarraum für unsere Zwecke Sieht doch gut aus. Schon verschwindet aufgemacht, der die Welt der Tür. Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Ah, ehrlich. Super. Dann gehen wir mal Strom besorgen. Ich meine, es ist schon recht dunkel hier, ne? Gut, suche Monteriggioni nach Stromkästen. Rebeccas kleine Kistchen leiten geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss. Okidoki, wir brauchen 4 Stromverteiler. Und die Statuetten sind weg. Sauerei. Aber warum brennt denn in der Villa Licht? Merkwürdig. Okay, das sieht doch nach Nummer 2 aus. Überbrücken wir mal das hier schnell. Sehr schön. Und dann geht's auch schon für uns weiter. Was haben wir denn da oben? Da leuchtet etwas, Herr Gülden. Oh, es war einfach nur der Stromkasten. Alles klar. Auch den dritten Stromkasten überbrücken wir. Und das sieht doch da vorne nach Nummer 4 aus. Sehr schön. So, und in einem kurzen Speicherintervall geht's zurück zum Animus. Und wir haben Licht. Gerade recht. Die Sonne geht auf. Ja, es startet. Wir können loslegen. Hast du mich vermisst? Nein, sonst wer? Hallo, spreche ich mit euch? Hallo? Workaholics. Fangen wir an. So. Setzen wir uns mal. Und schon sind wir wieder im Animus drin. Und warten und warten und sind fertig mit warten. Wie du den Van bemerkt hast, habe ich den Animus weiter verbessert und außerdem ein neues VR-Trainingsprogramm eingebaut. Hier kannst du mit den schicken Moves angeben, die du von deinen Vorfahren hast. Ich öffne dir eine Mission. Nein, will ich aber gar nicht. Na toll. Wow.
Okay. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Wir müssen nur die Serie aufrechterhalten. Na toll. Und der nächste. Na toll, egal. Was haben wir? Eine 9er Serie? Ist okay. Silbermedaille. Okay. Wenn du die Übungen meisterst, füge ich weitere hinzu. Damit dein Unterbewusstsein Ezios Erinnerungen akzeptiert, musst du sie in der Reihenfolge nacherleben, in der sie gespeichert wurden. Markiere Sequenz 2 für mich, Desmond. Gut, jetzt wähl sie aus und du siehst die Erinnerung darin. Nach Freischaltung einer Erinnerung hier in diesem Menü kannst du sie so oft du willst nacherleben. Okay. Und wenn es Erinnerungen gibt, die ich lieber vergesse? Desmond, das ist sehr wichtig. Wenn du eine Pause brauchst, verlass den Animus. Du kannst jederzeit daraus. Bin zu allem bereit, schon gut. Eine Sache noch. Wenn du deine Synchronität steigerst, indem du alles genauso machst, wie Ezio es machte, entdeckst du vielleicht sogar verdrängte Erinnerungen. Gut, fangen wir an. Wähl die erste Erinnerung. Okidoki. Machen wir doch. Desmond, ich habe mir diese komischen fünfstelligen Codes aus den Dateien von Subjekt 16 angesehen und anscheinend einen bemerkenswerten Zufall entdeckt. Die Codes entsprechen exakt Koordinaten im Animus. Ich habe die Orte, auf die die Koordinaten deuten, in der Datenbank mit einem Auge markiert. Also vermutlich findest du dort nichts, aber hey, wer weiß. Vermutlich ja schon. Was mit einem Einhorn-Cheat? Kalmatevi, der Schmerz lässt bald nach. Wohin habt ihr mich gebracht? Nirgendwohin, Messere. Ein Mann ließ euch hier. Hat er etwas gesagt? Nur dies. Trefft einen Messer Machiavelli vor dem Mausoleo di Augusto. Ich werde euch ankleiden. Dieser Mann, der mich herbrachte, ließ auch die Kleider hier? Si, Messere. Hat nie mal Danke gesagt. Rom, Januar 1500. Roma. Ja, oder was davon übrig ist, seit die Borgia an der Macht sind. Und das Mausoleum? Von hier aus kann man es leider nicht sehen. Und vom Dach dieser Kirche aus? Ja, doch der Aufgang ist gesperrt. Das sollte kein Problem sein. Hab Dank für alles, was ihr hier für mich getan habt, Buona Donna. Addio. Die Höhle des Löwen. So. Ein Doktor finden. Um uns zu heilen. Ich muss einen Arzt finden. Was? Nein, das glaube ich nicht. Okay, wie wär's mit dem da vorne? Das sieht doch schon wie ein Arzt aus. So. Hallo. Salute. Ich brauche Medizin. Ah, lasst mal sehen. In eurem Alter erfordert die Heilung solcher Wunden mehr als Medizin. Hier ist etwas gegen den Schmerz. Heilen wird es die Zeit. Grazie. 4 von 5 Ärzten würden zu Egeln greifen, aber die sind bei solchen Wunden nicht sehr wirkungsvoll.
Jedoch kann ich euch einige gute Kollegen in der Stadt empfehlen. Braucht ihr sonst noch etwas? Ja. Ich habe eine neue Bleitinktur gegen Syphilis. Gegen Syphilis? Na toll. Alter. Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile, sollten wir auch schon in die 40 kommen, ne? Ach, mein Rücken. Ja. Wir sind ja praktisch im zweiten Teil mit Ezio aufgewachsen. Und ich meine, die Zeit nagt natürlich an uns. Wuhu. Synchronisieren. Und runter geht's mit uns. Das heißt, ein Bauer widersetzte sich der Verhaftung. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann warten. Wachen also. Ja, mit diesem Viertel bin ich fertig. Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich bin... Letzte Nacht sind mir im Traum Schafe erschienen. So, im gebührenden Abstand folgen wir denen natürlich. Und schauen mal, ob wir dem armen Bauern nicht irgendwie helfen können. Denn ich meine, ein Bauer gegen vier Wachen, das ist ja schon ein wenig unfair. Kirche geschaffen. Er hofft, so ihre Belange in unserer hektischen Welt besser leiten zu können. Die neuen Kardinalsämter sind für gerade einmal je 10.000 Dukaten zu haben. So. Wir verfolgen weiter die vier Wachen und mischen uns unter das römische Volk. Warum lassen wir uns das römische Volk, kann man das so sagen? Über die Bürger Roms, unter die Bürger Roms, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Wenn eine Stadt von Korruption beherrscht wird, gibt es meist Mittel und Wege. Okay, das Verstecken auf Bänken funktioniert immer noch. Und das Vorankommen durch Menschenmengen tarnt uns auch immer noch sehr gut. Und Tarnung ist in unserem Metier natürlich mit das Wichtigste. Habt ihr den jungen Dottore gesehen, der jeden Freitag hier seine Runde machte? Die Familie Colonna gibt bekannt, dass sie meine Freunde sind. Geht das nur mir so? Oh Mann, der ist aber ganz schön am Zittern gewesen. Niemals! Oh, hab ich den jetzt getötet? Sehr schön. Wuhu, 100% Synchro. Sie war eine Schönheit. War sie? Bis dieses Schwein sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht. Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Il Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide.
So, das Ziel mit der versteckten Klinge erledigen. Schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice. Der Henker, so, so. Dann werden wir doch mal schauen, ob wir nicht da dem netten Herrn einen kleinen Besuch abstatten können. Ich meine, das, was er da abzieht, das geht mal gar nicht, ne? Ist ja wohl unter aller Sau. So, 54 Meter. Uns wird also ein Luftattentat empfohlen. Gute Arbeit da unten. Nicht meine beste, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Nicht alle beisammen. Ein Luftattentat mit der versteckten Klinge ausgeführt. Requiescat in pace. Nummer 1 fällt. Und tschüss. Nummer 2. Und Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Und Nummer 7 wird sich ergeben. Das sehe ich aber gar nicht ein. Gut gerichtet. Sehr schön. Ein Clotterfring. Die kenne ich doch. Das sind spezielle Ringe aus Irland und die gibt es halt in so einer bestimmten Stadt, kann man die kaufen. Und das ist halt eine Krone, ein Herz und zwei Hände und die Hände halten halt das Herz und das soll Loyalität, Liebe und Freundschaft darstellen. Und je nachdem, wie man diesen Ring trägt, symbolisiert man, ob man verlobt ist, verheiratet, vergeben, wie auch immer. Aber da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ich sehe einen Banner. Also Banner gibt es wohl auch wieder. So, 118 Meter in diese Richtung, 120. Dann schauen wir doch mal, ob wir nicht zum Mausoleum gehen von Kaiser Augustus. Woohoo. Und hier sehen wir auch den Tiber schon und im Hintergrund die Engelsburg, die ehemalige Residenz des Papstes. Geld werfen, nee. Dafür ist mein Geld irgendwie ein bisschen zu schade. Das würde ich, glaube ich, lieber anders investieren. Jawohl. Hallo, Machiavelli. Ezio, welche Überraschung, euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Den Borgia Hauptmann in das Gerüst werfen, um ihn zu eliminieren. Okay. Ja, versuchen wir. Klar, warum nicht? Aber ich überlege, ob ich jetzt schon vielleicht einen Cut mache. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Tue ich das je? Ja, ich glaube, ich mache an der Stelle einen Cut. das wird mir sonst zu knapp. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, wie ihr meinen Kanal unterstützen könnt. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr mir gerne eine PN oder einen Kommentar schreiben. Und ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Episode wieder. Ich sage einfach mal, bis dahin. Macht's gut, haut rein.